Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Sarah Isabel und ich habe heute den zweiten Teil von meinem Kleiderschrank ausmisten Video für euch und wünsche euch dabei jetzt ganz viel Spaß. Wie ihr sehen könnt, bin ich ungeschminkt und auch übrigens in Gammelklamotten, denn für mich ist heute Sonntag, für euch ist Freitag und ich wollte heute ganz entspannt endlich mal das Thema Kleiderschrank weiter angehen. Beim letzten Mal habe ich mit euch zusammen meine Kleiderstange aussortiert und aufgeräumt und ein bisschen, ja, einfach anders geordnet. Falls ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, würde ich euch das zuerst empfehlen. Oder ihr könnt einfach hier nach dabei, da, was? Oder ihr könnt einfach nach diesem Video dort vorbeischauen. Ich werde euch das hier oben verlinken und auch in der Infobox. Und ja, dann zeige ich euch mal jetzt das Grauen, denn das hier wird das schlimmste Kleiderschrankvideo, was ihr wahrscheinlich jemals gesehen habt. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich bin Pendlerin, ich studiere, arbeite und schmeiße ja auch noch ab und zu den Haushalt. Nicht ganz alleine, aber ziemlich viel. Und okay, das sind alles wirklich schlimme Ausreden. Aber die Sache ist, ich mache einfach immer erst Sachen, wo andere Leute so mit dranhängen. Wisst ihr, was ich meine? Also so Dinge, die nur mich betreffen, schiebe ich immer ganz zum Schluss auf, damit immer so alles so seinen Lauf nimmt und alles mega geregelt ist. Nur das, was mich betrifft, das, ja, ist ein bisschen schlimm. Damit aber keiner sagen kann, ich habe mein Leben und meine Klamotten und irgendwas nicht unter Kontrolle, das ist meine Kleiderstange. Und ihr seht, es sieht alles sehr, sehr ordentlich aus. Also das ist schon mal geblieben. Ich schwör's euch, ich bin eigentlich auch ordentlich. Die Lichtverhältnisse sind hier nicht so ganz so einfach, deswegen werde ich gleich meine Softbox da drauflegen und hoffen, dass es irgendwie funktioniert, denn heute dreht sich alles um diesen Schrank hier und zwar um diese zwei Türen, wo sich meine Sachen drin befinden. Hier unten liegt noch meine Softbox und dann, okay Leute, ganz ehrlich, ihr müsst sehr, sehr ehrlich jetzt zu euch selber sein. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, wenn ihr auch diesen einen Stuhl habt, auf den ihr immer alle möglichen Klamotten einfach draufschmeißt. Ich habe ihn auch. Dim, 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 dim. Okay. Und ich weiß, dass das hier Dimensionen sind, die nicht mehr normal sind. Aber wie gesagt, ich hatte so viel zu tun in letzter Zeit und habe echt eigentlich nur aus diesem Haufen gelebt, was total bescheuert ist. Oder von meiner Kleiderstange halt. Und wie ihr sehen könnt, befindet sich mein Make-up im selben Zustand wie meine Klamotten. Das gilt auch für diese Schränkchen hier. Ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass ich meine Make-up-Sammlung zusammen mit euch aufräume und neu sortiere. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir jetzt erstmal damit und mit meinem Schrank. So, Softbox ist hier wunderschön installiert. Und jetzt zeige ich euch das Grauen. Ich schwör's euch, Leute, bitte lacht mich nicht aus. Es hat mich mega Überwindung gekostet, dass ich euch das überhaupt zeige, aber ihr habt euch das so sehr gewünscht, dass ich das halt jetzt mit euch zusammen mache. Also, das hier ist mein Kleiderschrank. Ja, wie ihr sehen könnt, es ist das ultimative Chaos einfach. Also, da oben sind 1000 Strumpfhosen und eigentlich hauptsächlich Strumpfhosen und Leggings und sowas. Daneben sind eigentlich so ein Teil meiner Sommersachen. Hier ist einfach nur noch alles durcheinander und da unten sind so Jacken, die ich aussortiert habe, so ein paar andere Sachen, die ich noch aussortiert habe und hier sind noch so Hosen, die eigentlich auch damit oben hingehören, die auch relativ neu sind, die ich aber einfach da unten hingetan habe, weil ich dachte, das hat keinen Sinn, das noch hier irgendwo mit reinzuschmeißen. Und ja, ich werde das Ganze dann jetzt erstmal alles rausholen und ich glaube aufs Bett legen und von dort aus dann einfach weiter sortieren. Und für die Boxen da oben, die einfach schon so 1000 Jahre alt sind, diese blauen, also ich habe die wirklich schon ewig in meinem Kleiderschrank immer für Strumpfhosen und sowas gehabt, dafür habe ich mir so eine andere Box gekauft, die zeige ich euch gleich und da möchte ich das dann einfach alles reinsortieren, weil das dann schöner ist und vor allem auch ordentlicher als in diesen dreien. Für die Strumpfhosen habe ich mir diese Dröhner-Box gekauft. Die hat auch keinen Deckel. Das sind diese, die man auch in dieses Kallax-Regal reinschieben kann. Und ja, ich fand die eigentlich ganz schön. Ich werde mir davon wahrscheinlich noch eine zweite holen, um das noch ein bisschen genauer zu sortieren. Und die haben, das hat dieselbe Farbe wie unsere Vorhänge hier im Schlafzimmer. Deswegen fand ich das eigentlich ganz cool. Die hat 5 € gekostet. Okay,
Ich fange, glaube ich, als allererstes einfach mal hier an, damit ich das Gefühl habe, es tut sich irgendwas, was wenigstens schon mal sichtbar ist. Obwohl, ich könnte eigentlich auch erstmal einen Karton holen, in den ich alle Sachen reintue, die da liegen, damit das jetzt auch nicht gleich runterfällt. Das mache ich, glaube ich, zuerst. Okay, ich habe jetzt so eine wunderschöne Tüte hier von Action, in die ich erstmal alles reintue, was hier noch so rumsteht. Focused on the love, paint my kiss across your chest. Be the art, I'll be the brush. And you're taking up a fraction of my mind. Every time I watch you step inside. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to think about you. Schön, dass dann auch am Ende der Korb zum Vorschein kommt, der ganz unten stand. Okay, also der ganze Kram vom Sessel ist jetzt hier auf dem Bett. Und ich denke, ich werde als erstes mal halt das alles wegsortieren und dann entscheiden, was ich da zum Beispiel von behalte und was nicht. Ich denke, hiervon werde ich ziemlich viel behalten, weil das, wie gesagt, sind die Sachen, von denen ich die letzten Wochen aus von... Was? Also, das sind die Sachen, die ich die letzten Wochen hauptsächlich getragen habe, die auf dem Sessel lagen. Und ja, ich mache das jetzt erstmal weg, damit das schon mal ordentlich ist, weil ich glaube, wenn ich jetzt noch den Kram vom Schrank dazu tue, ist es einfach zu viel. Deswegen erste Etappe erstmal der Stuhl. Und ohne Musik geht natürlich nichts. Battle of Troy, there's nothing subtle here. In my room there's a king size space, bigger than it used to be. If you want, you can rent that place. Call me an amenity. Even if it's in my dreams. You're taking up a fraction of my mind. Time I watch you serpentine. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying. Not to think about you. No, 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 not to think about you. So, also ich bin jetzt mit dem ersten fertig. Hier habe ich jetzt meine ganzen dickeren Pullover hinsortiert, also alles sowas mit Wolle ist oder wie gesagt einfach ein bisschen dicker, meine Hoodies und so. Dann habe ich hier dünne Pullover hingetan, hier sind meine Jeans und die obersten drei sind Leggings. Dann habe ich hier kurze Hosen, also solche, die ich mit Strumpfhose anziehe, Unterziehtops und meine ganzen T-Shirts. Und jetzt werde ich mal meinen Schrank leer machen. My friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop. Ja, und jetzt sieht das Ganze irgendwie schon wieder so aus wie vorher, als hätte ich irgendwie gar keinen Fortschritt gemacht. I'm in love the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. I'm in love your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love your body. Oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love your body. Oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love with the shape of you. One weekend, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I'll fill up a plate. So, ich bin endlich fertig und ich habe richtig Rückenschmerzen von dem ganzen immer wieder nach vorne bücken, das alles zusammenzulegen. Also, hier sind jetzt so Basic Pullover ohne viele Details oder sowas. Hier sind meine ganzen Pullover mit Druck oder wo irgendwas Besonderes noch mit dran ist. Da sind immer noch meine Jeanshosen, da ist noch meine Latzhose oben drauf gekommen, die ich habe. Dann sind hier T-Shirts, die eher so basic sind. Meine Tops, die noch ein bisschen mehr geworden sind. Hier meine T-Shirts mit Druck oder mit irgendwelchen besonderen Details. Hier sind noch so
sehr, sehr große, dickere Pullover bzw. Wollsachen und tatsächlich ein einziger Cardigan. Ich habe sonst alles aus meinem Kleiderschrank rausgeschmissen, was Cardigans angeht. Trage ich einfach nicht mehr, aber den finde ich so schön, deswegen habe ich ihn behalten. Das da sind alles meine Röcke. Dahinter sind, wie gesagt, diese kurzen Hosen, die ich mit Strumpfhosen anziehe und da noch meine ganzen Leggings. Und den ersten Stapel, also den mit den Wollsachen und den dickeren Pullis, habe ich schon in meinen Schrank getan, weil der nämlich umgekippt ist. Und den ganzen Kram werde ich jetzt auch einsortieren. Und der Vollständigkeit halber dann auch nochmal der ganze Stapel, den ich aussortiert habe. Das sind eigentlich wirklich alles Dinge, die weg können. Bei manchen Sachen bin ich mir nicht ganz sicher. Da könnt ihr dann gleich wieder mit abstimmen, aber das zeige ich euch dann nochmal später, wenn der Schrank fertig ist. Zuvor kümmere ich mich aber als erstes jetzt mal um meine Strumpfhosen, dass die dann alle in diese Blumenbox kommen und damit der Überblick noch ein bisschen bleibt, bis ich eine zweite Blumenbox habe, wird der andere Kram dann in eins von diesen blauen Körbchen reinkommen und ja, das mache ich jetzt erst noch zuerst. So, ich bin jetzt fertig, also hier sind jetzt alle meine Strumpfhosen drin und alles, was so in diese Richtung geht, also auch diese feinen Sockendinger, also ihr wisst schon, was ich meine, also alles aus Nylon und so. Und hier habe ich dann noch so ein paar besondere BHs drin, das sind drei Stück, also welche, die man halt auch so sehen kann bei einem Oberteil, also die, wo man das mit Absicht macht, ihr wisst, was ich meine. Und dann sind da noch so ein paar Stulpen, die ich im Winter mal ganz gerne zu Hause anziehe und das kommt jetzt oben in den Schrank. Band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her by the neck and then I took her by the hand. Said, baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm said it was one of my friend's songs. You wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding the shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox and got up to dance. She played the fiddle in an Irish band, but she fell. So, das wäre dann jetzt alles einsortiert. Also was ist, habe ich euch jetzt ja schon erzählt. Und ja, ich bin sehr zufrieden. So wie gesagt, da oben, das wird dann noch ausgetauscht durch eine weitere von diesen Blumenboxen. Und dann sieht es noch ein bisschen schöner aus, glaube ich. Aber ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Und ich denke, es ist kein Vergleich zu vorher. Also ich hoffe, dass es jetzt auch lange, lange anhält. Aber ich denke schon. So, ich muss euch jetzt ja auch noch zeigen, was mich verlassen wird. Also das Ganze, was ihr jetzt hier sehen könnt, lässt sich in drei Kategorien einteilen. Nämlich einmal diesen Stapel hier, den bekommt meine Schwester. Das zum Beispiel, dieses T-Shirt hier drin, was ich voll cool finde. Aber ich finde die Ärmel so unvorteilhaft bei mir. Dieser Pulli oder zum Beispiel auch der, den ich wunderschön finde, der einfach viel zu klein ist. Oder der flauschige Cardigan hier. Und das sind die ganzen Sachen, die mich verlassen werden. Also so Pullis, die ich einfach auch schon lange nicht mehr anhatte oder die ich einfach auch nur noch zu Hause trage. Ich habe versucht, mich echt von Dingen zu trennen, die ich nur zu Hause trage, sonst ist einfach 80% meines Kleiderschranks nur mit irgendwelchen Gammelsachen voll und das will ich einfach nicht mehr. Und ansonsten habe ich tatsächlich auch Jeanshosen aussortiert, wie ihr sehen könnt. Das sind die, die ich jetzt auch endlich einfach mal aus meinem Schrank geschmissen habe, weil ich einfach nicht reinpasse und ich keinen Sinn da drin mehr sehe, sie zu behalten, weil ich denke, dass ich irgendwann mal wieder reinpasse. Das ist einfach Quatsch. Und ja, das bringt auch nichts. Ansonsten einfach noch so ein paar Basic-Sachen, die ich nicht mehr angezogen habe. Oder solche T-Shirts mit Print, die ich nicht mehr mochte. Und ja, das kommt auf jeden Fall in die Kleiderspende. Und jetzt ist der Teil gekommen, wo ihr mir helfen müsst. Also, diesen Wollpulli. Ich weiß einfach nicht, ob ich den behalten soll. Keine Ahnung, eigentlich ist das ein ziemliches Basic-Teil. Aber ich weiß einfach nicht. Ich weiß nicht. Dann dieses coole Shirt, das hat so einen richtig süßen weißen Bubi-Kragen. Auch hier bin ich mir irgendwie nicht ganz sicher, ob ich das behalten soll oder nicht. Das hat solche Dreiviertelärmel. Das mag ich immer eigentlich sehr, sehr gerne. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe es schon sehr lange nicht mehr angehabt, aber eigentlich mag ich es. Also ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Müsst ihr mir auf jeden Fall helfen. Dann habe ich diese Shorts hier, die ist einfach in so einem Beige. Eigentlich auch so ein totales Basic-Teil, gerade zum Beispiel für den Sommer. Aber ich weiß auch nicht, genauso wie mit dieser Shorts hier, die hat so ein richtig cooles Muster, ist halt so schwarz-weiß und dann ist das so ein, ja, Blumenmuster, kann man das sagen? Ja, schon irgendwie. Ich finde die eigentlich auch voll cool, aber
super schwer zu kombinieren einfach und irgendwie weiß ich auch nicht mehr so genau mit dem Muster. Und das letzte Teil ist dieser bordeauxfarbene, huch, das ist ein Fussel, bordeauxfarbene, richtig, richtig flauschige Pulli. Und der hat so einen total großen Turtleneck, also so einen Rollkragen. Und ich finde den eigentlich total schön, aber irgendwie bin ich auch nicht sicher, wie er mir steht und ob das noch so das Richtige ist. Ich weiß nicht, soll ich den behalten? Eigentlich ist der schön, aber wie gesagt, ich kann mich nicht entscheiden. Und ihr könnt wie immer jetzt bei diesem i abstimmen. Ich weiß nicht, wo es ist. Es ist da, glaube ich. Und entscheiden, was davon ich behalten soll und was wegkommt. So, ich bin jetzt auf jeden Fall fix und alle. Und ja, bin aber sehr froh, dass ich das jetzt endlich durchgezogen habe. Und falls ich euch heute sympathisch war und euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Das könnt ihr einmal hier tun oder wenn ihr auch hier bei meinem Vlog-Kanal vorbeischaut. Dort gibt es dann noch mehr, was so bei mir so passiert. Und hier könnt ihr meine beiden letzten Videos sehen. Und ich freue mich wie immer auch über eure Kommentare und Bewertungen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!